Okay, es wird Zeit aufzustehen. Oh, ich muss gleich zur Arbeit. Ist aber schnell. Oh, eine Dusche. Und dann hol ich mir noch einen Snack. Und Müsli rein. Oh, ja. Wir holen uns das alles. Ja, wir sind momentan ein Sim. Da kommen natürlich auch immer noch mehr dazu. Was hat er denn jetzt an? Hä? Was hat er denn da an? Was hast du an, Junge? Ist das seine Arbeitskleidung? Da dachte ich nicht, das ist seine Arbeitskleidung. Gehe zum Grundstück. Aha. Es ist seine freaking Karriere-Outfit, Kleidung. Nee. Junge, bei aller Liebe. So gehst du mir nicht aus dem Haus. Nee. Nö, nö, das lasse ich nicht zu. Komm, wir machen schneller. Also, das ist ja jetzt mal. Also, das kannst du vergessen. Ich könnte natürlich das ja in Dings anderen Mod, aber ich mache es lieber so. Das ist doch nicht möglich, bist du. Denn bescheuert, Mann, Mann. Da, Kommode, komm jetzt hier schnell. Zack. Ist einfach nur mal jetzt sporanisch und jetzt Autoplan sofort. Weil so, was ist das denn für eine Polizei als Spitze? Alter. Bisschen seriöser, bitte. Sasto. Ja, nicht Schasko. Fatzko. Ja, so geht das doch. Ja. Das akzeptiere ich mal. Definitiv, bisschen casualer und normaler. Und dann Karriere 2. Und dabei, wo ist der Typ da hinten? Der steht wieder. Ich weiß nicht, warum die parken immer so bescheiden in Sims. Das kennen wir ja schon. Okay. Da fühle ich mich doch viel besser. So, ja. So kann er als Spitze anfangen. Das sieht einfach seriöser aus. Und ja. Auch die Lederjacke, das sieht einfach cool aus. Ich bin ja schon da, Mensch. So, heute mein erster Tag, ne? Ja. Und? Ja, gut, okay. Nicht sehr gesprächig. Na ja, gut, dann wollen wir mal heute. Guten Morgen. Alles klar. Ja, guten Tag. Okay. Ja, da. Ich könnte mir jetzt etwas ausdenken, aber ich. Pff, nee. Das ist einfach. Man fängt erstmal an und man kennt es. Wir gucken mal, was so los ist. Das können wir ja ruhig machen. Nichts ist los, denn es regnet. Und die meisten sind wahrscheinlich arbeiten. Ja, wir haben mit den Story-Progression auf jeden Fall, das würde ich gerne mal gucken und ausprobieren. Ist ja momentan auch da, aber wir werden sehen. Und die Zeit verging. Der erste Arbeitstag. Ackern bis spät in die Nacht. Die Fälle häufen sich und der Papierkram bleibt ständig liegen. Dein Chef möchte, dass du Überstunden machst an deinem ersten Tag und deinen Papierberg abzuarbeiten. Für dein langer Abend fern, ja. Wir sind Azubi, wir sind an, wir sind, ne? Wir fangen ganz normal an. Das ist einfach so. Wir sind Anwärter, sozusagen Spitzel. Und da muss man auch mal durch die Meilen gehen. Also. Ach, sie. Blä, haben wir nicht. Ist das nicht die. Die ist also bei der Polizei. Okay. Wer ist noch so da?
Hank Goddard. Okay, der sieht auch schon so aus, ne? Der ist schon ein bisschen. Ist das nicht unser Chef? Ja, das war. Okay, das ist der Chef. Der fährt auch mit dem Fahrer nach Hause. Gutes Vorbild. Ja. Dem müssen wir auf jeden Fall, dann mit dem müssen wir uns verständigen. Und auch hier mit den beiden erstmal ein bisschen. Können wir jetzt machen mit Partner unterhalten. Partnerin. Erstmal ein bisschen sich kennenlernen. Macht man ja auch mal so. Es wurde auch gegessen. Mit dem Chef geht er nicht, weil er ja nicht da ist. Jojo. Ja. Danke, dass du mir alles gezeigt hast. Ich sehe Büro. Nee, das ist das Verhörraum. Das sehe ich sofort. Sieht auf jeden Fall so aus. Glaube ich. Das war einfach. Drei Tassen Kaffee und zwei Schokoriegel später hast du zusammen mit dem Chef den Chef, der Chef ist früher abgehauen. Papierkammer dich. Du hast ja folgenden Polizei abgeleistet und dein Chef ist unendlich dankbar. Cloud hat ein bisschen was verdient. Geld für die Wohlfahrt spenden? Ich glaube nicht. Ja. So, jetzt aber erstmal angeln. Ich habe Lust zu angeln in meinem Teich. Oh, jetzt. Alter, ihr fahrt ja wie besenkten Soll. Und es hat auch aufgehört zu regnen. Wir können ja wirklich angeln. Ja. Eine Ärztin, ich verstehe. Ja, ich finde das auch mit der Lederjacke. Das hätte ich auch als sein normales Outfit fast nehmen können, aber. Nee, das ist halt so. So, erstmal. Erstmal ein bisschen entspannen. Also erstmal würde ich sagen, das erste, was man macht, wenn man von der Arbeit kommt, ist erstmal sich duschen. Ja. Duschen. Fühlt man sich leicht viel erfrischender, erfrischter. Und dann. Der unheilverkündende Vollmond beginnt seinen geheimnisvollen Anstieg in den Nachthimmel. Verdammt, ich fühle, der Tod wird kommen. Wo ist er? Oh mein Gott. Ein Ballon. Ne, wo ist der? Wo ist jetzt? Wo ist der Vollmond? Ich sehe ihn nicht. Da. Oh mein Gott, wie schön. Oh, das ist aber ein riesiger Mond. Heilige. Und er verschwindet hinter den Felsen. Das ist ja wirklich großartig. Und jetzt wird auch das Licht gleich wieder so komisch. Glaube ich. Ist das nicht immer so, dass das denn alles so ein bisschen. Ja. Guck dir das an, Alter. Jetzt geht's los. Das Licht wird immer so komisch, wenn der Vollmond kommt. Oh mein Gott, wie gut sieht das bitte aus? Ich liebe das, ne? Es sieht total creepy aus. Und als wären wir jetzt als gleich. Der Vollmond, das ist wirklich sehr gut gemacht, finde ich, die Umsetzung. Weil es immer wirklich aussieht, als wenn. Ja, das heißt, Zombies können jetzt kommen. Zombies. Aber. Aha. Bisschen zocken hier, wa? Ich überlege. Er wird mal sich Online-Dating. Komm. Wieso nicht? Bevor er überlegt. Ja, ich sterbe, aber ich brauche. Das ist schon. Okay, wir lassen das alles so. Wir sind sportlich auf jeden Fall. Und ja. Einzelgänger. Das können wir ja mal. Nee, wir sind Einzelgänger. Wieso soll das nicht? Mal gucken. Oh.
Mal sehen, was passiert so. So, jetzt aber erstmal schlafe. Und somit beginnt die Nacht. Wo ist der Vollmond? Oh, da ist er. Ist der Mond aufgegangen? Ja, Geist hatten wir gestern schon. Mal gucken, ob er heute ein Zombie kommt. Gamma Geist, Zombie. Wir werden sehen. Oder Einbrecher. Brauchen noch eine Alarmanlage. Ja. Und schon, da war ein Pferd. Ein Stein. Wir müssen auf jeden Fall mal, wir müssen auf jeden Fall mal angeln. Entweder jetzt so. So, und wieder die Alterung aktiviert. Er ist 35. Also, da ist noch eine Luft nach oben, aber wir müssen halt ein bisschen gucken, ne? Er ist halt junger Erwachsener. Ich verstehe. Zombie. Wir können auch mit ihm nichts machen. Der ist aber nur. Ja, die Zombies sind interessante Kreaturen. Ich glaube, ich werde den Vollmond mal abschalten, weil der eigentlich ja nur das verursacht. Ist zwar mal cool, aber wir werden immer einfach den abnehmenden Halbmond haben und fertig ist das. Ja, tschüss. Ich lösche dich mal. Einmal Vollmond, nie wieder. Weil, wie gesagt, das buggt eigentlich nur noch mehr rum dadurch. So, Freund. Achso, du bist ja. Du. 40 Fahrzeuge wurden gelöscht. Das waren, glaube ich, sogar mehr jetzt. Ne? Aber schön zu sehen. Zombie. Wally schwach. Ja. Heißt wirklich Wally schwach? Ja, ist auch sehr schwach, was die da abliefert, muss ich sagen. Come on. Die muss ja verschwinden um morgens. Ja. Sehr. Jetzt haust du ab. Casual mit dem Auto einfach abhauen, genau. Ja, das war, mal ein bisschen. So, jetzt steh mal auf. Du bist ja schon länger ausgeschlafen. Toilette. Zähne putzen. Und du hast ja noch ein bisschen Salat. Heute, und dann geht das los, ja. Donnerstag. Das kennt man ja alle schon. Gehört halt auch dazu. Aufräumen. Wo es ein schöner Tag ist, werden wir heute mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und heute werden wir einen wieder normalen Betrieb machen. Ne? Ganz normal. Was stinkt denn da so? Der Teller. So. Ja. Ich fahre mit Fahrrad. Ja. Das mache ich nicht nochmal hier. Morgenbrief. Ah, diesmal hat er wenigstens den Brief reingeschickt. Naja. So, tschüss dann. Ah, schönes Wetter heute. Schön angenehm. Wunderbar. Muss mal ein bisschen um die Stadt gucken. Ist am Wochenende. Und wieder geht's los. Casual.
Wir werden erstmal hart arbeiten. Das Ganze machen wir bis Mittag, ne? So, machen wir normaler Betrieb, dann machen wir ein bisschen alles ruhig eingehen lassen. Einen Partner unterhalten. Acht, schon wird ja mal mehr. Oh, jetzt einstinken heute, mein Lieber. Cloud Bonnet wurde zu einer Party eingeladen. Die Freude ist ein groß. Was? Cloud wurde eine Party von Ayash. Was? Ayasha Anasari. Die Verbrecherin, ja, müssen wir. Okay, komm zu meiner Party, Cloud. Das wird absolut fantastisch. Donnerstag heute, 1929, formelle Kleidung. Natürlich. Da sind wir dabei. Jetzt sind wir Polizist und treffen uns mit einer Verbrecherin. Eieiei. Auf jeden Fall. Wir kennen wir also alle ein bisschen jetzt. Alles klar. Gut, ich muss los, Ladies and Gentlemen. So, ist dann Feierabend hier? Ja. Mal gucken, wann der befördert wird. Ich glaube, das dauert immer 3 Tage. Ja, heute. Oh. Ich bin fertig. Oh, jawoll! Es braucht auch Logik. An ihr Partner muss er, okay. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Cloud hat ihm einen Bonus von 480 Simoleons zu einer Beförderung gemacht. Er ist nun Schreibtischhengst. Jeder einzelne Fall ist mit einer Menge Papierkram verbunden. Und ein Hauptkommissar verlangt nach frischem Kaffee. Wenn du die Akten stets in Ordnung hältst und dich als Schreibschakrobat bewährst, gibt der Kommissar bald vielleicht sogar einen spannenderen Job. Ja. Das war ja wunderbar. Gleich nach dem zweiten Tag befördert. Ja, ich meine, der hat ja gute Gene. Das war großartig, mein Freund. Danke, Chef. Bis morgen. Jojo. Siehste. 2 Tage da und schon befördert. So, jetzt müssen wir ein bisschen uns mit dem Partner natürlich mehr verstehen. Das machen wir aber. Kein Problem. Wir können auch ein bisschen privat reden. Nö. Ach, stimmt, der mag keine Leute. Nö, lieber nicht. So, ich würde mal sagen, wir können das Spiel erstmal was essen. Und die Zeit ist auch schon wieder, nähert sich dem Ende. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen das, am Anfang habe ich ja sehr sporadisch darauf geachtet, so zu spielen, aber es wiederholt sich doch jetzt erstmal sehr stark. Aufstehen, essen, Toilette, duschen. Essen, Toilette, duschen, rausgehen, arbeiten. Das ist halt ein normales Leben. Roleplay. Aber das Roleplay in diesem Fall geht ja um die Story von ihm. Das gehört halt dazu. Das sind halt die Mikromanagement, aber das Rest der Story mit der Polizei, mit Beziehungen, wie sein Hintergrundstory, das spielt ja eine Rolle. Und dann schauen wir mal, wen wir da so kennenlernen. Also bis zur nächsten Folge. Bye, bye.